Heute ist ein großer Tag, denn heute werden wir nämlich eine Achterbahn bauen. Und zwar die größte Achterbahn der Welt. Wir nehmen uns ein paar Rails aus der letzten Folge und dann bauen wir uns hier eine richtig nice Achterbahn hin. Oh yeah. Warte mal. Wir machen hier so. Dann fährt man hier runter. Dann fährt man hier so zur Seite. Hier so zur Seite. Wieder hoch. Oh, die Kurve ist zu hart. Die Kurve ist zu hart. Dann lass uns hier mal lieber so fahren. Dann machen wir hier so einen kleinen Diskurs. Dann hier hoch und dann so. Oh yeah, das ist mal eine Achterbahn. Und die versuchen wir jetzt zu fahren, Leute. Das wird wild, okay? Das ist das Intro vom Video. Ihr werdet staunen, wenn ihr das mal gesehen habt. Wenn ich hier mal meine Achterbahn gezeigt habe, dann geht's hier richtig ab. Dann gucken aber die Augäpfel vom Jürgen total raus. Was sagst du dazu eigentlich, Jürgen? Jürgen? Jürgen, sag! Oh nein, Jürgen guckt aus dem Fenster. Was hast du denn aus dem Fenster geguckt, Jürgen? Was gibt es denn schon wieder? Was möchtest du mir denn eigentlich sagen? Naja, Roman, ich möchte schon gern mal wieder raus. Oh, okay. Du willst also wieder mal raus. Okay, ich werde dich irgendwann mal rausbringen. Aber erst, wenn die Achterbahn... Jürgen, du fährst heute Achterbahn. Okay, komm. Du willst heute raus, du fährst heute Achterbahn. Kein Problem. Ich werde dafür sorgen, dass Jürgen für immer und ewig Spaß haben wird beim Achterbahnfahren. So, ich check das nur kurz vor. So. Ja, da ist auf jeden Fall nicht genug Schmackes mit drauf. Aber vielleicht, wenn wir da wie so ein Repeater oder sowas mit reinpacken, dann passt das. Okay, ich muss kurz Jürgen rausholen, damit der nicht die ganze Zeit zu Hause sitzt. Ich kann mir das nicht ansehen. Jürgen ist so traurig. Jürgen, komm. Komm raus, mein Großer, mein Dicker. Wo ist denn das Weizen? Habe ich überhaupt noch Weizen? Ja, hier. Ich habe Weizen schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Ich esse nur meine Fische. Ich habe einfach so einen Stack Fische gehabt. Die esse ich einfach immer noch. Komm her, Jürgen. Jürgen, komm. Jetzt geht's in die Achterbahn. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, du warst schon Ewigkeiten jetzt drinne. Und jetzt geht's mal. Zack. So, jetzt geht's ins echte Leben. Hä? Bettina da hinten im Boot und du hier ganz entspannt am Achterbahn fahren. Komm, ein bisschen was unternehmen muss ich ja mit meinen Freunden hier. Und macht Spaß, Jürgen? Ah, Johann, gell, es macht doch richtig Spaß. Komm, noch eine Runde, oder? Und noch eine Runde, noch eine Runde. Na, macht Spaß, Jürgen? Einmal, jawoll! So muss es sein, Jürgen. Leute, das ist eine schöne... Komm, nochmal, komm. Eine Runde geht noch, Jürgen. Ole, ole. Okay, eigentlich wollte ich das halt gar nicht in der Folge machen. Jürgen, ich lasse dir hier einfach mal deinen Spaß, gell? Viel Spaß hier beim Fahren und so. Das sieht richtig spaßig aus, was du hier machst. Wenn du willst, ich kann dir vielleicht auch mal irgendwann eine Powered Rail bauen. Nur habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich muss das erst googeln. Falls ihr wisst, wie man eine Powered Rail baut, ich glaube, da muss man Gold benutzen und Redstone. Irgendwie sowas, aber ich habe es noch nicht nachgelesen, wie es wirklich funktioniert. Deswegen ist aber auch Jacke wie Hose. So, meine werten Damen und Herren, falls ihr den Flex noch nicht mitbekommen habt, ich habe ein Neverite Sword. Oh yeah, okay? Ich habe Neverite Sword. Ich habe Turtle Shell Kopfstück mit einem Diamond Chestplate Fire Protection. Übrigens, ich habe noch eine andere Chestplate, die wir übrigens auch benutzen können. Die haben wir übrigens auch noch gar nicht verzaubert. Vielleicht kriegen wir da sogar was Nices drauf, wenn wir ein bisschen Glück haben. Nehme ich mal hier Protection 2 mit drauf. Oh! Unbreaking 2, Protection 2 und Fawns 1. Perfekt. Eine sehr, sehr gute Chestplate, die wir für das, was wir jetzt eigentlich machen werden, benötigen werden. Weil die Chestplate, die wir jetzt gerade haben, die da, ist mit Fire Protection. Das bedeutet also, die ist eher gegen Feuer, also für den Nether. Und die wir jetzt haben, ist tatsächlich besser für das, was wir unter Wasser jetzt eigentlich schaffen wollen. So, ich habe es euch schon gesagt, ich habe es euch prophezeit. Der Conduit, okay? Conduit, der da unten. Er hat mich immer noch kirre gemacht. Ich war ein bisschen sauer. Ich war sauer auf den Conduit, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich dafür einen anderen Block und sowas brauche. Und diesen Block kriege ich nur bei diesen, dort, wo diese Guardians sind. Und dort, wo diese Guardians sind, Leute, wisst ihr ganz genau Bescheid. Das habe ich nie geschafft. Gell? Ja, Roman, das hast du nie geschafft. Siehst du, Jürgen? Genau das meine ich. So, und Jürgen hat genau das, der hat genau recht. Und da kann auch Chrissy was dazu sagen, ne? Roman, bitte lass mich in Ruhe. Und was sagst du dazu, Chris? Bitte lass mich in Ruhe, Roman, bitte. Ja, genau, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Bitte lass uns in Ruhe, bitte geh für immer weg, Roman. Okay, ich hab euch auch lieb, ihr seid die Besten, okay? Ich gehe jetzt. So, wir werden heute unter Wasser gehen.
und werden in diesen Unterwassertempel darunter gehen und dann mit unserem Neverite Sword gegen die Elder Guardians kämpfen. So, was werden wir dafür benötigen? Wir haben dann auf jeden Fall unsere Fische dabei, okay? Ein Feuerzeug brauchen wir dafür nicht, das können wir eigentlich sogar wegtun. Was wir aber brauchen werden, sind diese goldenen Äpfel, okay? Wir haben dann goldene Äpfel, 3 Stück, Neverite Swords haben wir. Wir können dann relativ schnell schwimmen und das ist eigentlich das gesamte Ziel dahinter. So, ob wir das Ganze schaffen oder nicht, ist jetzt erstmal so eine Frage. Jürgen haben wir auf jeden Fall erstmal beschäftigt, wir werden es aber heute probieren. Und der Thron ist übrigens auch sehr schön. Ich möchte vielleicht oben auf dem Thron möchte noch Diamant drauf machen, damit wir einen richtig schicken Thron haben. Das ist einfach so ein richtiger Flex-Thron. Ne, Jürgen? Boah, Jürgen, du gehst ja richtig ab gerade auf der Fahrt. Oh, macht richtig Spaß, oder? Okay, gut. Ich sollte meine Zeit nicht verschwenden. So, in unserem Boot haben wir jetzt auch viel Platz. Im anderen Boot, wo die Schildkröte drin gefangen ist, die übrigens da irgendwie von alleine reingekommen ist, hat sich irgendwie nicht sehr viel getan. So, wir haben 2 Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt auf der rechten Seite einen, so einen Prismarien-Tower. Ich glaube, der ist sogar näher als der andere, glaube ich mal zumindest zu wissen. Leute, ich habe noch nie so einen Prismarien-Tower wirklich effektiv angegriffen und wirklich so, ach, das ernst gemeint, dass ich da runtergehe und angreife. Ich hoffe einfach nur, dass das passt mit dem Helm und so. Das müsste reichen, um jetzt diesen Unterwassertempel zu schaffen. Ich möchte es einmal geschafft haben in meinem Leben und dann holen wir den Wither. Sowas von versprochen, Leute. Der Wither wird kommen. Der Wither wird kommen. Außerdem, ich habe noch nie einen Guardian gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo es die überhaupt gibt, Mann. Könnt ihr mir übrigens in die Kommentare schreiben, wo man so einen Guardian finden kann. Weil ich habe nämlich gelesen, den gibt es so in der Unterwelt. Aber jetzt kurz Frage für zwischendurch. Wo ist die Unterwelt? Also, wenn ich jetzt runtergrabe, finde ich dann den Guardian? Weil das ist, ich will das nicht googeln. Wisst ihr, wie ich meine? So. Ich möchte eigentlich da ganz entspannt rangehen. Okay, das sind richtig viele, Mann. Okay, alles entspannt. Ich räume jetzt erstmal außen auf. Wobei, wisst ihr was? Ich gehe einfach direkt rein. Ich gönne mir das jetzt einfach. So, und schwimme da jetzt rein. Ich glaube, es lohnt sich nämlich nicht, gegen die anderen anzukämpfen. Ne? So, ich gehe da jetzt einfach rein und gut ist. So, ich kriege nämlich gleich dieses... Oh, warte, jetzt, wenn ich da jetzt nämlich reintauche, bin ich erstmal hier drin. Jawohl. So, kann ich den hier eigentlich schon abbauen? Oh mein Gott, ich kann abbauen hier drin. Leute, vielleicht muss ich... Oh, ey, hier ist bisher noch kein Dings... Ich habe noch keinen Abbaulähmung bekommen. Ey, ich baue jetzt einfach diese Steine ab. Oh, ey, vielleicht kann ich die Steine einfach abbauen und einfach abhauen, Mann. Oh mein Gott. Oh, okay, jetzt habe ich es bekommen. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz hoch. Kurz nochmal Luft holen. Alter, das mit der Luft ist richtig stressig. Das mit der Luft ist richtig stressig. Oh mein Gott, greifen mich viele gleichzeitig an. So, geben wir nochmal kurz Luft. Alles gut. So, ich gehe jetzt mal seitlich rein. Guck mal, ob ich dort vielleicht so einen Elder Guardian finde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, greifen mich viele gleichzeitig an. Okay, okay, ich bin drin. Wenn die aber durch die Wand sind, dann können die einen irgendwie nicht mehr angreifen. So, die können den Laserstrahl nur auf dich setzen, wenn es ganz ist. Wo sind diese Elder Guardians? Diese Elder Guardians, das sind die größeren von denen. Nee, Mann, ich schaff das nicht. Ich muss da reintauchen und ich brauche unendlich Luft. Okay, Leute, okay. Abbruch. Aber ich habe ein paar Steine bekommen. 7 Prismarienblöcke habe ich bekommen. Die habe ich einfach gerade abgebaut. Fehlen nur noch, fehlen, glaube ich, nur noch ein paar Zockertsche. 10 Stück. 10 Stück fehlen eigentlich noch. Dann könnten wir den Conduit eigentlich schon, aufmachen, beziehungsweise dieses Ding. Also, nochmal zum Mitschreiben, um den Konduiten anzumachen, brauchen wir 16 solche Blöcke, Prismarienblöcke, ja? Und wenn wir diese Prismarienblöcke nicht haben, dann haben wir da halt eben dementsprechend das Problem, dass der Konduit nicht anfängt zu arbeiten. So, und jetzt haben wir 7 Stück abgebaut, aber dann haben wir dieses Dings gerade bekommen, hier diesen Löffel oben rechts. Ihr seht den Löffel, das ist dieses Nicht-Abbauen. So, und wenn wir dieses Nicht-Abbauen haben, so, dann funktioniert halt nichts mehr. So, okay, wir brauchen eine Unterwassertrank- Flasche. Unterwassertrankflasche. Mann, woher soll ich das denn jetzt bekommen? Ich schaff das nämlich sonst nicht. Oder wir versuchen, wir machen so einen billigen... Oh, Jürgen. Ich weiß, was wir machen. Wir machen die Billigversion, Leute. Wir machen die Billigversion davon. Und zwar wie folgt. Wir gehen dahin mit Milch. Ja, mit Milch. Genau. Also, pass auf. Sobald wir da drin sind... Ja, ich habe ja jetzt 7 Prismarienblöcke bekommen. Und ich brauche 16 insgesamt. Das heißt, es fehlen nur noch 9. Okay?
Also gehe ich da mit Milch hin, wenn ich dieses Mining Fitty G, diesen Löffel bekomme und nicht mehr abbauen kann, trinke ich eine Milch, kann wieder abbauen und selbst wenn ich es nochmal bekomme, trinke ich einfach nochmal eine Milch. Versteht ihr? Kontern. Einfach kontern. Das machen wir. Jürgen, mach deine Euter bereit. Wir müssen heute etwas Milch von dir abholen. Dein Einsatz kommt heute. Und du musst hier tatsächlich mal langsam aufhören, die ganze Zeit hier herumzufahren. Bettina und Jürgen, die werden wir jetzt erstmal kurz abmelden. Die werden uns helfen. Wir haben zum Glück 2 Buckets. Wisst ihr was? Ich gehe aufs Ganze. Ich baue mir einfach nochmal 2. Ich werde all mein Eisen ausgeben. So, 4 Buckets. So, einmal von Jürgen. Jawohl. 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 Und jawohl. Okay, nice. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall... Alter, Jürgen hat einfach gerade 4-mal Milch gegeben. Jürgen, gibst du nochmal? Jawohl! Alter, Jürgen, du bist ja eine Milchmaschine. Warum sollten wir eigentlich kämpfen, wenn wir auch einfach Milch trinken können? Wie richtige Milchhelden. Aua. Oh. Ah, ich habe mir mein Knie angeschlagen am Tisch. Egal. Wir holen uns diese Prismarinblöcke. Heute mache ich den Konduiten an, ich sag's euch. Wisst ihr, was ich mache? Ich baue einfach den Eingang ab. So ein Ding ist das. Ich baue den Eingang einfach ab. So, interessiert doch am Ende des Tages eh keinen. So, okay. Sind wir ready? Bist du bereit, Kleiner? Okay, pass auf, du hilfst mir beim Tragen. Gib mir... Okay, egal. Sammel halt einfach Eisen. Okay, los geht's. So. Ich gehe hier runter. Und dann wird das Ding hier erstmal abgebaut. Wo ist... die hat man Spitzhacke. Okay. Ein Prismarinblock. 2 Prismarinblock. 3 Prismarinblock. 4 Prismarinblock. 5 Prismarinblock. 6. Okay. 7. Okay. Oh, das ist der Elder Guardian. 8. 9. 10. Oh, da habe ich jetzt gerade ein anderes Item abgebaut. Ich muss diese Prismarinblöcke hier abbauen. Jawohl! Der bemerkt mich nicht mal! Der ist einfach richtig dumm! Der ist einfach richtig dumm! Und wir müssen nicht mal die Milch verwenden! Oh mein Gott, wir schaffen es einfach ohne Milch. Oh, jetzt hat er es mir gegeben. Okay, alles entspannt. Okay, okay, okay. Wie viele Blöcke haben wir jetzt? Sag mal, hat das jetzt einfach so funktioniert? Oder wie viel haben wir denn? Ja, wir haben 17. Aber ich nehme, glaube ich, noch ein paar mehr mit. Ich trinke noch mal eine Milch. So, kurz eine Milch getrunken für zwischendurch. So, und dann kann ich mir nämlich gleich gönnen. Ich gehe einfach gleich hin und gönne mir einfach ganz. Und hol mir auch noch diese Seelaternen. Jetzt holen wir uns ein paar kleine Seelaternen. So sieht's nämlich aus. Jawohl. Die Jürgenmilch wird mir nämlich helfen. Alter. Jo, chill mal. Das ist hier ein bisschen zu viel, was ihr da... Hey. Die sind hier ein bisschen zu aggressiv hier gerade. So. Einmal hier bitte kurz diese... Alter. Oh, Junge. Okay. Wir essen mal so einen goldenen Apfel. Mann, da sind zu viele von denen. Okay. Was mache ich denn jetzt? Okay, warte. Ich könnte vielleicht doch reingehen. Alter, du hast... Oh, Mann! Jetzt hat er mir wieder dieses Mining Fitty G gegeben. Ich kann oben vielleicht das Ding abbauen. Okay, ich trinke nochmal eine Jürgenmilch. Jürgenmilch getrunken. Okay. Mann, okay, dann halt du halt die Stellung. Aber du musst hier gleich rausgehen, Mann. Ich muss hier gleich schwimmen. Alter, ich kann nicht mehr schwimmen. Die Fee hat sich reingesetzt. Die Fee hat sich reingesetzt in mein Boot und ich kann nicht mehr wegschwimmen. Du musst da jetzt raus. Ah, okay, gut. Ich gehe jetzt erstmal diese Lampen noch holen, wenn ich sowieso hier bin und noch ein bisschen Milch habe. Jawohl. Wir schwimmen da jetzt einfach durch. Ich hoffe, ich kriege kein Mining Fitty G. Fitty G? Okay. Ich muss hier abbrechen. So. Damit die mich nicht... Mann, da greifen zu viele an. Nein, andere Spitzhacke. Oh Mann, jetzt hat er mir wieder Mining Fitty G. Okay, Leute, ich hau ab. Aber wie denn? Jetzt sitzt da meine Fee drin, die dumme Fee. Alter, hört auf, mich anzugreifen. Oh, das ist ein schlimmer Ort hier. Oh Mann, hier läuft ja alles aus dem Ruder. Oh Mann, warum sitzt da denn jetzt diese Fee drin? Oh, geh doch da raus, ich kann die nicht rausbringen. Wenn ich hier rechts drücke, dann kommt einfach Boot mit Chest. Du musst da rausgehen, kleine Fee. Geh da jetzt raus, du dumme Fee. Oh. Hä, wo ist mein Bier? Wo ist das jetzt hin? Oh nö. Oh nö. Und da ist es. Mein Boot. Okay, ich habe mein Boot wieder. Alter, das ist schlimm. Okay, Leute, wir fahren jetzt weg. So, 18 Prismarinblöcke. Und das reicht aus. Jetzt beginnt das Leben. Mit Jürgen seiner Milch war das jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Aber diesen Dungeon an sich schaffe ich noch nicht ohne einen Trank.
Wassertrank brauche ich. Und diese Feen, die sind richtig nervig, wenn man, mit dem Wasser unterwegs ist. Die setzen sich dann einfach ins Boot rein. Das ist das Schlimmste überhaupt, Mann. Okay, so. Der große Tag beginnt. Der Held Roman Romanski hat endlich seine Items zusammen, um etwas Besonderes zu craften. Und zwar einen Konduit. Okay. Ich bin so gespannt. Okay, hier ist er. Okay, da ist unser Konduit. So. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach diese Prismarine Blocks nehmen. Und soweit ich das verstanden habe, machen wir 1, 2, 3, 4, 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5, so. Und bauen hier einfach so einen Kreis. So. Okay. Okay. Und jetzt, erstmal noch eine Milch trinken, weil wir haben noch meinen Fitigi. So. Und jetzt, wie aktiviert man den? Vielleicht muss ich ihm unten noch ein bisschen Platz machen, unserem Konduiti. Vielleicht geht's ihm noch nicht so ganz gut. So, ich mach mal hier noch ein bisschen Platz frei. Jetzt hat er überall was. Jawoll! Jawoll! Oh mein Gott, er ist aktiviert. Oh mein Gott, endlich! Es hat funktioniert, Mann! All diese Folgen! Alter, ich habe so lange geangelt und so viel dafür getan. Jetzt ist er an! Okay. Okay. Also. So sieht es aus, wenn er an ist. Er hat jetzt tatsächlich diese Kugel. Dieses See auf bla 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 ist jetzt da drin. Und dadurch, dass wir jetzt dementsprechend das Ding aktiviert haben und jetzt in der Nähe steht, haben wir auch Conduit Power bekommen. Und Conduit Power, was macht das? Können wir... Hey, wir können unendlich unter Wasser bleiben. Schaut euch das an. Okay, also wir können schon mal unter Wasser bleiben. Und, hey, wir können auch schneller abbauen unter Wasser. Ey Leute, wir können unter Wasser jetzt schneller abbauen. Wir können unter Wasser jetzt unsere Sachen bauen. Wir sind jetzt unter Wasser genauso stark wie sozusagen auf dem Land. Und durch diesen Konduit haben wir unendlich Luft. Und wir können den auch überall hin platzieren, wohin wir wollen. Nur hat der eine gewisse Range, glaube ich, oder? Guck mal, wenn ich jetzt hier hingehe, habe ich immer noch Konduit Power 11, 12. Okay, der refresht die ganze Zeit. Wenn ich jetzt hier hingehe, habe ich immer noch 11, 10, 9. Ah, nee. Guck mal, so circa bis hierhin ist so circa die Range. Das heißt also, hier haben wir, glaube ich, immer noch Conduit Power. Hey, Alter, wir können jetzt einfach unter Wasser was bauen. Wir können uns jetzt einfach unter Wasser aufhalten und mit unseren Delfinen und mit unseren Schildkröten leben, weil wir jetzt so ein Konduit einfach haben. Oh mein Gott, nice! Warte mal, wir platzieren den mal kurz um. Dann haben wir das nämlich gleich. Warte mal, ich baue den mal kurz ab, den mit dem Pilzi Geddon. Okay, Leute, das war. Es ist übrigens abends und es gibt ein folgendes Problem. Der ertrunkene Zombie hier, der ist direkt in der Nähe von diesem Konduit, ne? Aber Konduit will gerade irgendwie keinen Zombie angreifen. Warte mal, ich habe hier übrigens noch einen Prismarinblock verloren, ich trottel. Unser Prismarinblock-System funktioniert nicht so ganz. Also irgendwie interessiert sich der Konduit nicht für diesen Zombie. Ich kann den jetzt mal kurz nochmal schlagen hier, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Konduit? Warum will das nicht so ganz? Ich guck jetzt mal, also guck mal, weil hier ist nämlich jetzt, oh mein Gott, der hat auch eine Muschel dabei. Oh, wie cool. Aber guck mal, die kommen jetzt überall tatsächlich hier an. Aber das Problem ist, die werden jetzt nicht von meinem Konduiten angegriffen. Total nervig. Der Konduit greift erst an, wenn man 42 Prismarinblöcke um ihn herum baut. Und ich habe erst 16. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Okay, gut. Dann muss ich die bisher jetzt erstmal noch per Hand töten. Okay, egal. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe dieses Ding endlich mal aktiviert. Okay? Es ist eine harte, riesige Entscheidung gewesen. So wie Jürgen das bestätigen kann. Jürgen, gib mir mal ein bisschen Milch. Oh yeah. Danke, Bro. Aber ich find's cool. Und ich liebe unser Zuhause. Unser Zuhause ist wunderschön. Vielleicht werde ich den Prismarinblock irgendwann mal dort, oder den Konduit irgendwann dort bei unserem Boot hin platzieren, damit Bettina auf den aufpassen kann. Und dementsprechend können wir jetzt hier erstmal die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ciao.